Der reale Irrsinn auf der Couch. Das ist wirklich nicht zu glauben. Oh. Extra 3. Der reale Irrsinn. Markttag in Bensberg, ein Stadtteil von Bergisch Gladbach. Und ja, sehr bergisch ist es hier. Der Blumenhändler liefert mit ordentlich Schwung. Oh, hoppla. So, Vorsicht, die Primeln kommen jetzt hier. Boah, bei 11% Gefälle hältst du keine Karre mehr fest. Primel-Alarm, nicht nur für die Marktbeschicker. Auch für die Besucher ist der schräge Platz eine sportliche Herausforderung. Wenn man behindert ist und da läuft, durch diese Schräge, das ist so beschwerlich, dass man... Asche, sei froh, dass du nicht im Bergisch Gladbach wohnst, sondern am Bodensee. Ne? Hat sie ja gerade gesagt. Für dich wäre das natürlich sehr, sehr schwierig, da deine Primeln zu kaufen. Ne? Ich nur so laufen kann. Hi Christian, grüß dich, na? Seit Januar läuft hier alles schief, notgedrungen. Kritiker sagen, dieser Platz sei... Eine schräge Nummer. Das ist ja alles schräg hier. Verrückt. Von wegen verrückt. Diese Gestaltung ist für die Stadt Bergisch Gladbach keineswegs schräg. Denn der höher gelegene Platz soll mit der niedriger gelegenen Straße verbunden werden. Erstmal nur provisorisch. Treppen gehen da natürlich gar nicht. Daher diese gefällige Lösung. Das ganze Thema ist hier Straße der Begegnung. Deswegen hat man das Instrument der Treppen und Stützmauern sehr reduziert nur eingesetzt. Straße der Begegnung, eine schöne Idee, wenn sich nicht die Falschen begegnen. Sollte mir dann mal einer von diesen Karren während des Runterfahrens am Berg abhauen, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich für nichts mehr garantieren. Dann wird auch wahrscheinlich mal ein Passant oder eine ältere Dame mit Gehstock oder Rollator unter der Karre liegen. Da müssen die Händler eben auf die Gesundheit der anderen aufpassen. Apfel und Kartoffeln kommen. Ach du Scheiße. Das ist ja, hast du auch gesehen, was für ein Tempo dieser Apfel hat? Ich möchte gar nicht wissen, denn am Ende des Markttags, was dann so unten in der Kühle alles liegt. Ja, da lohnt es sich, sich unten hinzustellen, einfach zu warten, was angerollt kommt. Ah, Primeln. Wir haben hier eine Höhenschräge von fast 10 cm, wo wir abgekippt nach vorne stehen. Und wenn wir hier 8 Stunden stehen in dieser Schrägen, dann da zieht schon im Rücken, man verspannt sich schon den ganzen Tag hier. Ne? Direkt neben dem schiefen Platz verläuft diese deutlich ebenere Straße. Aber da darf kein Markt stattfinden, sagt die Stadt. Der bleibt erstmal abschüssig. Hier kann auch keine Reibekuchenbude stehen, da läuft das Fett weg und all drum. Ich weiß nicht, was daran gedacht worden ist, so einen Platz zu bauen. Ne? Da hat sich die Stadtplanung schon einiges bei gedacht. Es ist bei einer Baumaßnahme dieser Größenordnung durchaus normal, dass man in mehreren Bauabschnitten arbeitet und auch, dass dazwischen durchaus mal Phasen des Übergangs entstehen. Oder wie in Bensberg Phasen des Abgangs. Aber in 2 Jahren wird hier alles wieder aufgerissen und glatt gezogen. Bis dahin wird's schon schiefgehen. Guck mal, wie schräg das da steht. Was ich mich immer wundere, ist, dass das immer so lange dauert, bis das da oben gesetzt wird. Und darf ich mal einmal ganz kurz sagen, ich habe bis jetzt noch nicht ein bequemes Sofa gesehen von diesen. Also sie, die Mutti ganz rechts, sie sitzt ja bequem. Aber das sind doch keine bequemen Sofa. Das ist schon verrückt. Im Winter? Das auch nicht. Was habt ihr für Sofa? Also ich habe so ein L-Ding, wo man die Beine lang machen kann. Das sind doch alles keine bequemen Sofa, oder? Das wollte ich mal am Rande erwähnen. Tja, stell dir das mal vor. Jetzt lass das mal glatt sein. So? Hier, genau so. Warum tragen die eigentlich in der Wohnung Schuhe? Ja, bestimmt. Das lass mal so eine alte Frau mit einem AOK-Shopper da hochlaufen. Da müssen wir mal hinfahren, Schatz. Dann können wir uns das mal anschauen. Sie hat den bequemen Teil. Das ist ja nichts, was nicht. Bergisch Gladbach, wo ist das überhaupt?